Frenkel frottelt. Heute. Let's play together Bundes-Minecraft-Spiele 2012. Wir sind im Halbfinale der Boxwettkämpfe. Wir haben eine hochinteressante Begegnung. Und zwar zwischen Mr. Crafting-Gott, ich erwähne es nochmal, erst heute dazugestoßen und schon voll drin und kommt ziemlich weit, der gute Mann aus der Schweiz, der schnellste Schweizer der Welt, des Universums und dem ganzen Rest. Und dann haben wir einen ganz, ganz, ganz gefährlichen Charakter hier, und zwar ist das BSAB Johnson, der ständig per Freilos irgendwie weiterkommt. Ja? Das macht ihn so gefährlich. Ja? Das kleine Glücksschweinchen. Das ist aber auch das Einzige, was ihn so gefährlich macht. Nein, der Skin macht ihn noch gefährlich. Man darf nicht zu lange angucken, da ist es wie mit der Medusa, da ist der Rückzug tot. Oh Gott. Ja. Mr. Crafting God wollte etwas sagen? Nein. Deine letzten Worte? Nein? Ja, ja. Also es sind gerade auch jetzt Halbfinals ausgefallen, Viertelfinals ausgefallen, das muss ich ja dazu erwähnen. Also John Clark ist nicht angetreten, Jens ist irgendwie verschwunden und ja gut, Winnie ist schon ewig nicht mehr da. Und ja, der einzige Kampf im Viertelfinale war Kibi gegen Crafting God. Ja, und Crafting God haben wir jetzt hier. So, und jetzt höre ich auf zu labern. Jetzt kommt gleich der Ring frei zur ersten Runde. Besser ist das. Ups. Ihr seid soweit? Ja. Ja. So. Auf geht's. Aufs Maul! Auf die Fresse, auf die Gauleiste. Ja, alle. Und die schenken sich mal nix hier, die beiden Burschen. Mr. Crafting God trägt ja einen Slender Skill, habe ich mittlerweile gelernt. Ey, Johnson hat gewonnen. Das hat ihm gerade nichts genutzt. Der Crafting God trägt ja einen Slender Skin, wie ich mittlerweile lernen durfte. Ne? Slender ist dieses Horrorspiel, das total in ist gerade, das ich auch spielen soll. Das mit 1000 Zuschauern sagen, ständig, ich spiele doch mal Slender mit Facecam. Ja. Aber ich könnte Slender wahrscheinlich höchstens mit Facepalm spielen. Ja. Weil ich total versagen würde, aber vielleicht habe ich ja nochmal Zeit irgendwann dafür. Ist das so ein Zombie-Skin oder was? Oder wie? Slender ist aus dem Horrorspiel. Ja, naja. Und gibt es da Zombies oder nicht? Nö. Nee, da gibt es nur den Slender. Ach so, der den Schlender. Ich schlender gelegentlich auch durch die Stadt. Also ich wollte noch erwähnen für die Zuschauer, damit die Bescheid wissen, meine Frau redet immer so viel, sodass ich zu nichts zu Wort komme. Ach, halt auch die Klappe. Aber das kennen wir ja schon, ja. Ich wollte doch irgendwas sagen, hab's aber mal wieder vergessen, weil ich unterbrochen wurde. Aber das macht ja nichts. Dann lass einfach die Action starten. Ja, deswegen gebe ich jetzt gleich Runde 2 frei. So, jetzt werde ich im Halbfinale ausscheiden. Ausscheiden. Was ist das für ein Lärm? Das klingt jedes Mal, ob es bei einem von euch irgendwie ein LKW im Zimmer vorbeifahren würde. Bei mir ist völlig ruhig. Also ich wohne gerade bei der Straße und die habe Fenster offen. Aha, okay. Aha. Alles klar. Also jetzt Achtung, bereithalten, es geht gleich los. Ja. Okay. So, die zweite Runde. Geht's. Slender. Slender gegen den Regenbogenmann. Regenbogenfarben sind ja die Farben der Homosexuellen. Ich weiß nicht, ob das in dem Fall bei Bernhard, bei BSAB Johnson auch was zu sagen hat. Ich sag einfach mal ja. Ach so, ein Quatsch. Wir verbreiten einfach mal Gerüchte. Oh. Jetzt hat er null Schaden gemacht. Das war cool. Null Schaden? Ja, aber nichts bekommen. Das war ein, sehr seltsam. Ich hab nicht gesagt, dass ich dich getroffen hätte, aber ich hab dich doch garantiert getroffen. 1-1 war das, ne? Ja, 1-1, ne? Ich hab nichts bekommen. Oh, jetzt kommt ein Flugzeug. Das denn? Na gut. Doch, also es haben schon beide rot geleuchtet. Also ich hab keinen Schaden bekommen. Bei mir hat er nicht rot geleuchtet. Basti, woran kann das liegen? Wir müssen das mal kurz checken. Moment. Wir haben nicht gecheatet. Moment. Wo ist es? Sind da etwa unerlaubte Mittel? Du kannst mich schlagen. Du wirst sehen. Kann mal. Doping-Schokolade? Nee. Nee, ich treffe ihn nicht. Nix. Passiert gar nichts, wenn ich ihn schlage. Aha. Okay, dann ist das schon mal ungültig. Dann komm wir mal rein, ich will auch mal schlagen. Dann komm müssen mal wir her. Das natürlich wiederholen. Ja, sie kann schlagen. Ich schlag dich, guck. Und ich kann Mono schlagen, aber ich kann. Ey, kann du schlägst Mr. mich. Mr. Crafting nicht. Ich logge euch mal neu ein. BSBA Johnson und Mr. Crafting God, bitte kurz ausloggen und wieder einloggen. Okay. Geh mal raus. Aua. Wir müssen den Kampf wiederholen. Irgendwie war Mr. Crafting God unverwundbar. Er war the man of steel. So, er war aber so fair und hat es erwähnt. Das heißt, wir müssen ihm diesen Punkt jetzt wieder aberkennen. Es steht deswegen 1-0 für BSAB Johnson. Und die zweite Runde gibt's jetzt gleich. Ich gebe den Ring gleich frei. Achtung.
Jawollo! So, jetzt geht's wieder auf die Fressbacken. Da. Ja, er ist unheimlich schnell, wie gesagt. Ja, allerdings. Das ist der schnellste Schweizer der Welt. Hätte doch nichts gesagt, ey. So. Trotzdem entscheidet BSAB Johnson diesen Fight für sich. Johnson! Bitte nicht rächen, ja bitte. Und zieht damit ins Finale ein. Und seinen Kontrahenten werden wir jetzt gleich ermitteln. Das ist das zweite Halbfinale. Und zwar treten an hier Sir Cher auf der rechten Seite. Sag hallo. Ja. Und auf der linken Seite, hi, thanks you. Ja. Beide hatten ein Freilos im Viertelfinale, was daran lag, dass Sir Shers Gegner Jens offensichtlich aufgegeben hat. Und ja, auch John Clark, der Gegner von Hi Thanks Du, nicht aufgekreuzt ist. Ich glaube, er ist Mittagessen. Wenn das wichtiger ist, wer muss schon essen? Also, ich sehe das anders, aber gut. Ja, es geht jetzt um den Einzug ins Finale. Ich gebe den Ring gleich frei. Achtung, bereit? Juju. Immer los. So, und da knüppeln sie schon wieder auf sich ein hier. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal auch Baseballschläger verteilen, dann würde das vielleicht noch lustiger werden. Aber Boxen, Minecraft-Boxen, das gibt's glaube ich nur bei uns. Das ist weltexklusiv. Und da fliegt ein Stück Fleisch und da fliegt der Gegner und der ist tot. Sir Shore gewinnt die erste Runde 1:0. Steht's damit für ihn. Sir Shore führt 1:0 gegen Hi Thanks You. Hi Thanks You muss jetzt die Runde gewinnen. Wie sieht's aus mit der Nervosität? Sag, dass du nervös bist, verflucht. Okay, für dich, ich bin nervös. Dankeschön, Mann, geht doch. So. So, wieder da. Genau. So voll, ja. Ihr seid alle voll, ja? Hacke dicht und blau. Dann gebe ich die Runde gleich frei. Achtung. So. Hi Thanks You hat den ersten Hieb abgekriegt. Das war deutlich zu sehen, aber das bedeutet ja immer nicht wirklich was. Man kennt das ja. Da, Mr. Crafting-Gott, der da oben rumläuft, der filmt, glaube ich, auch für seinen Kanal, wenn nicht alles täuscht. Wir werden in alle Welt übertragen, in die Schweiz. So, Sir Sher gewinnt auch dieses zweite Duell und zieht damit ins Finale ein und sein Gegner wird BSAB Johnson heißen. Ah, juhu. Herzlichen Glückwunsch. Hi Thanks You lacht und weint nicht, das gefällt mir gar nicht. Ich möchte zerstörte Existenzen erleben, wenn wir hier sowas veranstalten. Ne? Also, das üben wir noch. Wir hören uns jetzt dann gleich wieder. Es ist soweit. Die Zeit ist reif für die zwei größten Kämpfer aller Zeiten. Wir sind im Boxfinale bei den Bundes-Minecraft-Spielen und ich gehe jetzt ab in den Ring zu den beiden Kämpfern. Zack, da bin ich. Und da haben wir in der einen Ecke Yay! Yay! Blöd, dass wir keine Live-Zuschauer haben. Da kommt irgendwie kein Jubel auf. Yay! So, und in der anderen Ecke das Tier. Den grausamen BSAB Johnson! Yay! Oh, ich grüße meine Mutter. Was gibt es zu sagen? BSAB Johnson steht in der Gesamtwertung ganz gut da. War Platz 5, hat sich jetzt bestimmt ein bisschen hochgearbeitet. Und die größte Überraschung steht da drüben. Das ist Sir Sher, der hat bislang keinen einzigen Punkt. Und jetzt ist er im Finale, das heißt, er hat 3 Punkte schon sicher. Er kann aber vielleicht auch 5 holen. Und ich schätze mal, das möchte er auch, richtig? Die letzten werden die ersten sein oder so. So, und was würdet ihr jetzt sagen, wenn ich vergessen habe, den Aufnahmeknopf zu drücken? Dass das sehr typisch ist. Ah, nix, ich habe aufgenommen. Weiter geht's. Nein, ich habe nicht vergessen zu drücken. Ich wollte euch mal verarschen. So, dann fliege ich mal wieder ein bisschen Stück ab, ja? Und gebe gleich den Kampf frei. Und zwar die erste Runde. Ihr wisst Bescheid, ihr seht es im Jet. Und mit Jet meine ich kein Flugzeug. Ab geht's! Die wilde Fahrt. Juhu, auf geht's. Ich bin ja froh, dass ich nicht gegen BSAB Johnson antreten muss, weil wie gesagt, da tun mir die Augen weh, wenn ich den anschauen muss. Das ist grausam. Das ist ja, grausam. Das ist der Plan. Bisher funktioniert er hier drin. Bunte Kacksting. Und da ist das 1:0 für BSAB Johnson. Muss immer an BSE denken. Ich kann es mir leider nicht verkneifen. Ich muss immer BSE Johnson. Mann. Auch schön. Das wurde auf die Farbe immer so lange Namen, ey. So. Ich denke an Alice, die wünscht das sehe. BSAB Johnson muss jetzt heile Gänschen machen, ne? Ja, bin voll, kann nur sehen. Du bist voll?
Ach Gott, ich wäre auch gern voll. Dann wäre das alles viel leichter ertragbar. Ja, total. Ja. Ist viel schöner so. Also, ihr seid bereit für die zweite Runde? Ja. Positiv. Dann gebe ich gleich den Ring frei. Ist vielleicht die letzte Runde, also macht euch mal richtig bereit. Jawohl, auf geht's! Es darf geknüppelt werden! Alles! Ist das nicht schön, wie sie sich so richtig hassen? Ja, und einer wird gleich ins Gras beißen! Wer wird das sein? Ich weiß es nicht. Eine spannende Partie ist es hier jetzt. Ja, die gibt sich gerade nicht dreckig. BSAB Johnson holt das 2:0 und gewinnt das Boxen! Jawollo! Ganz BSAB klar. Johnson wird jetzt auch ab sofort die Batsche heißen. Ja, Gratulation. So, ja, danke. Wir sind durch. Und wenn ich meine Frau niedergeschlagen habe, damit ich endlich mal zu Wort komme, dann können wir weitermachen. Wir sind jetzt durch mit der vierten Disziplin. Es kommt jetzt noch die fünfte Disziplin.